Und jetzt willkommen zurück zu Let's Play PT2. Letztes Mal haben wir Rust unserer Crew permanent hinzugefügt. Diesmal wird's Zeit, den Pain Group zu stehlen. Habe ich noch Skill Points? Sollte ich vielleicht vorher nochmal schauen? Drei Stück, nützen die mir was? Nein, ich brauche vier, damit ich irgendwas machen kann. Gut. Dann schaue ich natürlich, ich kann theoretisch natürlich da mal ein paar investieren. Drei Stück für mehr Stabilität für eine Mission. Panic Room hieß es. Das ist einer der Klassiker. Panic Room. Yep, klingt super. Nehme ich mit. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe immer noch mal die Crew nicht richtig aufgesetzt. Egal, kann ich jetzt im Anschluss immer noch machen. Natürlich, ganz klar. Ist ja nicht dramatisch. Man kann natürlich einen kompletten Panic Room klauen. Das ist halt eine Sache, die. Das ist halt eine Sache für Bane, die Bane machen wird. Yep, da freue ich mich schon drauf. Hab ich schon mal erwähnt, wie angenehm das ist, dass ich das Mikrofon zum Anstecken habe und nicht am Kopf. Okay, das sieht nicht gut aus. Doch, doch, ist gut. Die können theoretisch auch weiter vorn stehen. Nein, die sind nicht freundlich. Au. Gut, normalerweise sollte nur einer da stehen. Au. Okay, man hat theoretisch Zeit, bis die Polizei kommt. Eine ganze Weile. Die Polizei kommt erst, sobald man Jarvis erwischt hat. Das heißt, man kann hier in aller Ruhe die Sachen hier machen. Das würde ich auch empfehlen. Es gibt hier jede Menge Coke-Positionen, die sich lohnen mitzunehmen. Jede Menge so Instant Cash gibt es hier oft an vielen Positionen auch. Lohnt sich, mal erst einen Überblick zu verschaffen. Wie gesagt, Polizei kommt, soweit ich weiß, erst. Bitte, Chains, heb's auf. Das ist ja dämlich. Ich kann ja 12-mal werfen, da passiert nichts. Die Badezimmer sollte man auch immer überprüfen. Was haben wir hier? Hier haben wir auch mehrere. Ja, natürlich. So, Schritt Nummer 1, mal dieses ganze Koks hier wegbringen. Kein Grund, das nicht jetzt zu tun. Wie gesagt, Polizei taucht noch nicht auf. Man bekommt nachher auch einen Tipp, wo Jarvis ist. Einfach dadurch, wenn man das so macht. Ich hoffe, dass die Sachen auch da rein platzieren. Tun sie das? Chains nicht. Was macht Chains? Doch. Chains macht das auch. Sehr gut. Okay. Dann können wir weiterschauen. Ach, hier unten ist auch oft noch Instant Cash, so ein bisschen, das man mitnehmen kann. Au. Gut, dann haben wir das erledigt. Können wir wieder nach oben gehen und weiter schauen, ob wir was Tolles finden. Hier ist nochmal Coke. Du darfst das mal wegbringen. Was haben wir noch? Au. Kommen tatsächlich jetzt Polizisten ein? Das war auch wieder irgendeiner, der da auf der anderen Seite war. Hier ist auch nichts. Hier sind oft noch so Sachen drin. Es gibt einen Grund, dass ich die Badezimmer überprüfe. Das werden wir aber erst später sehen. Ich glaube, das müssten alle in diesem Bereich gewesen sein. Ich hätte wirklich mal Lust, irgendwann die Sachen einfach zu markieren. Zum Panic Room will ich jetzt noch nicht schauen. Ich glaube, da sind auch oft Bags drin oder so. Was haben wir hier? Das ist nur ein Kissen, das interessiert mich nicht. Hier ist auch nichts drin, nichts Interessantes. Chains, nimmst du das bitte?
App transportiert es nicht nach unten, wie ich gehofft hatte. Na gut. Schade, aber nicht zu ändern. Dann schaue ich natürlich mal weiter. Finde ich noch mehr. Das ist nur das zum Verbarrikadieren. Okay, hier haben wir nochmal jede Menge Coke. Giro. Dann Sangres. Ich glaube, dann habe ich alles an Coke. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir nicht nach unten gehen können und das ebenfalls erledigen können. Das ist auch so ein Trick. Ist auch zu empfehlen, sich diese Route, die ich eben gegangen bin, zu merken. Da, weshalb werden wir auch noch, also ist für ein Achievement wichtig. Genau, wir haben einen Boss und 8 kleine Freunde übrig. So, dann können wir wieder nach oben gehen und hoffen, dass wir die Sache finden, die noch übrig ist. Theoretisch kann ich die, ist die aber nicht dramatisch. Ich werde jetzt tatsächlich das hier triggern. Auch. Ja, kein Problem, das werde ich gleich tun. Aber erst sollte ich die wichtigen Sachen noch machen. Überprüfen, ob ich die Sache finde, die mir noch fehlt. Ah, die ist auf dem Dach. Okay, wenn. Definitiv nicht hier. Hier ist nur ein Paket. Double Crossing Bastards, ihr habt mich erwischt. Nicht andersrum. Ich weiß, dass die Dings da sind. Au. Da sind so viele Leute, das ist ja unglaublich. Haben die hier irgendwas zu verbergen? Anscheinend nicht. Nicht mal. Und trotzdem so eine Verteidigung? Na gut. Ist das Jarvis? Nein, das ist einer der Goons. Jarvis ist Goons. Okay, in dem Moment, wo man die Keys aufhebt, glaube ich. Oder wenn Jarvis erledigt wird. Eins von beiden triggert man den Assault. Eine Sache, die sich lohnt, ist, das hier zu verbarrikadieren. Dazu kommen wir aber später. Dann würde ich sagen, wir können. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die Sache ist, die wir eben, die noch fehlt. Au. Kein Problem, mache ich gern. Hier ist es nicht. Nein. Die Sägen haben natürlich das gleiche Anzeigenblatt wie die anderen auch, dadurch, dass ich dieses Asset Change gemacht habe. Okay, das und das, bestens. Ja, gerne, da können wir schauen. Ich will wirklich wissen, wo die Sache ist. Die will ich haben. Die ist cool. Es gibt keinen Grund, die nicht zu haben zu wollen. Zweiter Stock, okay. Ich will nur schauen, dass ich hier garantiert alles abgecheckt habe. Genau, hier habe ich beide überprüft. Au. Chains? Sangres, du machst das bitte. Au. Au. Ich hoffe, der erledigt es auch. In der Zwischenzeit, danke. Dann schaue ich nochmal im ersten Stock nach. Im ersten Stock sind aber, glaube ich, keine Räume, die das. Ja, ich weiß, das sind immer noch diese nutzlosen Dinger. Du kannst dich um das nochmal kümmern. Au. Ach, ich bin auf Deathwish, stimmt. Das war vielleicht nicht die allerklügste Entscheidung, das deshalb so zu machen. Giro, helf mir mal kurz auf. Das ist auch wieder so unnötig lahm, wenn die sich abwechseln. Das ist eine der unteren Sägen, Chains. Dann muss ich nochmal in den dritten Stock schauen. Was, da waren Civi? Ich hasse das, dass die Civis so rumlaufen. Allein deshalb lohnt es sich wahrscheinlich, dieses Ding zu holen. Chains, du kümmerst dich um das Ding. Jetzt gehe ich von der Treppe aus durch und schaue, ob ich die Sachen finde.
Das muss weg. Sangres, reparier das Ding bitte. Das hatte ich eben überprüft. Jetzt fehlt noch der Raum hier. Nein, es ist auch definitiv nicht. Dann schaue ich den linken durch und dann direkt gegenüber. Hier komme ich nicht rein. Gegenüber auch nicht. Okay, definitiv nicht hier in dem Gebiet. Naja, schauen wir mal weiter. Nö, hier oben kann es nicht sein. Dann gehe ich einfach mal im Uhrzeigersinn. Gut, nicht hier. Nicht hier. Giro und Sangres, ihr helft beide mit, bitte. Ist mir sonst zu riskant. Wenn ein Bot gedownt werden kann, dann können auch mehrere gedownt werden. Schauen wir nochmal nach hier. Nein, auch nicht. Gut. Gut, dann kommt ihr bitte alle mit. Ach so, die haben dem noch nicht aufgeholfen. T. Sangres, du kommst bitte mit. Danke. Okay. J, bitte alle mitkommen. Ihr kommt jetzt, geht alle aufs Dach. K. Gut, das wird nicht hinhauen, weil ich leider in der Zwischenzeit gedownt worden bin. Bitte einmal kurz aufhelfen. K. Ihr geht bitte nach oben und defendet da. Das müsste hoffentlich reichen. Ich werde währenddessen schauen, ob ich es schaffe, zu der Medibag zu kommen. Nein, komme ich nicht. Okay. Wie ärgerlich. Na gut. Nachdem wir das nicht haben, heißt es, wir warten jetzt einfach ab. Das Schöne ist, die Bots erledigen den Job für mich. Weil man muss hier einfach nur die Wave abwarten. Das ist, glaube ich, das einzige Objective hier. Warten, bis die nächste Wave abgeschossen ist. Wenn gerade keine Wave läuft, heißt es meistens, dass man auf die Wave, dass die Wave durchlaufen muss. Ist zwar super buggy eigentlich, aber. Ja, ich weiß, es gibt einen Sniper noch irgendwo, zwei Sniper. Es das heißt immer, dass man die Sniper auseinandernehmen soll, aber es sind oft nicht mal welche da. Gut, Hostage Trade für mich, danke. Au. Natürlich auch hier wieder unglaublich viele Gegner, die mir tierisch auf die Nerven gehen müssen, statt dass es mich irgendwann mal wegbewegt hätten. Sangres, du hilfst mir jetzt bitte. Freundlichst. Au. Da habe ich einen Kick ins Gesicht bekommen, einen Schlag ins Gesicht bekommen. Warum sind die nicht mehr da oben, die anderen beiden? Die haben da nichts. Ich habe nur den einen gerufen, nicht alle. Das ist. Also manchmal sind diese Dinge einfach zu smart. Au, au, au. Das sind doch auch nur zwei Gegner gewesen. Warum machen die so viel Schaden? Ja, ich weiß, es ist Deathwish. Oh, Sangres wurde erledigt. In der Zwischenzeit. Ich bin begeistert. Ich werde hier natürlich dann nochmal K drücken, dass die dann tatsächlich hier oben bleiben. Da hinten darf definitiv mal das hier landen. Der Sniper darf auch weg. Wie viele Sniper sind denn noch da? Da drüben ist irgendwo noch einer. Ah, das war verkehrt. Ich wollte nicht den mir zur Hilfe schreien, sondern ich wollte. Meine Güte, sind hier. Au! So viel zum Thema. Ich weiß, dass diese scheiß Sniper im Weg sind. Da kann ich aber auch nichts dran ändern. Das ist das ist Madness hier. Vor allem, man ist halt boom, down.
In der Zeit kriege ich wahrscheinlich nicht mal mein Bag platziert. Ja, ein Doctor Bag. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, das tatsächlich auf der Schwierigkeit hier zu machen. Können die sich bitte um die Sniper auch kümmern, die da irgendwo definitiv rumstehen? Hier sind aber auch viele Gegner. Das ist doch Wahnsinn. Ein Sniper ist noch irgendwo. Das ist meistens der Sniper hier unten irgendwo. Nee. Ich habe ihn doch eben gehört, der hat doch irgendwas gesniped. Wo ist der Sniper? Bitte. Ich weiß, dass es wieder irgendwo einen angeblich gibt. Und ich wurde eben von ihm getroffen. Okay, danke. Ich musste halt erstmal zu Boden gesniped werden. Aber okay, ist ja alles in Ordnung. Ja, auch eine der Missionen, die ich hier selten mache. Vor allem nicht auf der Schwierigkeit. Ich glaube, dass das eine gute Idee war, da diese Sache hinzuplatzieren. Balcony heißt, das landet typischerweise hier unten. So, dann muss ich da mal mit da interagieren. Ist es an sich manchmal gar nicht so schlecht, wenn das passiert. Also, Solo macht es überhaupt keinen Unterschied, dass da vier pro Stück sind. Ja, ich kümmere mich darum, soweit es geht. Da kann man hier durchs Fenster gehen. Kann man hier durchs Fenster gehen? Ich weiß es nicht. Ich sehe im Moment auch nichts. Ah, hier ist eine Tür. Durchs Fenster nicht, aber durch die Tür bestimmt. Au, so viel zu der Idee. Ja. Also der Build ist wirklich für Deathwish nicht geeignet. Mayhem ist, denke ich, ganz gut, aber Deathwish ist absolut ungeeignet. Außerdem sollte ich wirklich meine ein paar der Sachen ändern, weil die Bodyshot-Sachen sind deutlich wichtiger. Dann gehe ich mal wieder nach da unten. Nur noch auf dem Dach. Dann. Ich kann den Moment nicht aufs Dach platzieren. Au, au, au. Ich sehe nicht, wo die Dinger sind. Das ist so ärgerlich. Ich kann nichts machen, solange ich die Dinger nicht weiß, wo ich die platzieren muss. Und die sind halt leider fast unsichtbar. Okay, immerhin nehmen die Gegner richtig schön Schaden durch das Feuer. Das ist schon mal etwas. Ja, die Outlines sind so unglaublich schwach, dass es relativ schwierig ist. Das ist ehrlich gesagt annähernd unmöglich zu wissen. Wo muss ich denn das platzieren? Bitte. Da. Hau. Gecloakt. Bitte erst die Cloaker erledigen. Ansonsten passiert nämlich jedes Mal das Gleiche. So. Das hier. Dann heißt es Move away from the C4. Oh. Ehrlich gesagt, ich sollte. Gut. Ich hoffe, dass die sich um die Sachen kümmern. Ja. Oh, Sangris ist auch K.O. Oder ich hoffe, die kümmern sich bitte um die Medics zuerst. Gut, ich glaube, die gehen automatisch dann nach unten. So viele Sniper hier oben, das ist Wahnsinn. Immerhin haben wir auch einen Sniper dabei, oder ist das ein Sniper? Keine Ahnung, sieht so ein bisschen so aus. Oh, ich kann die tatsächlich noch ein bisschen steuern. Haha, klasse. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann irgendwas hilft oder nicht, aber ein Versuch ist es wert. Ja. Keine Ahnung, wo die Sachen sind. Kann sein, dass es von mir. Kann sein, dass es von mir abhängt. Wo ich zuletzt war. Und dementsprechend ist, was ich machen kann. Also wann das getriggert werden kann und dann nicht. Schwer zu sagen. Ja, das ist halt auch so eine etwas länger, ist auch eine ewig lange Mission, die man nicht abkürzen kann. Wie lange es mit den Snipern dauert, das weiß man halt immer nicht. Das kann sehr kurz sein oder es kann super schnell sein.
super schlecht zu sagen. Es ist so ein bisschen zufällig. Mal wirklich komplette Assault Waves, mal zwei. Vor allem, das hat man noch zweimal das Glück. Das werden wir nämlich nachher nochmal haben. Da ist aber ein bisschen vergebender im Normalfall. Gut, 10, 9, hopp, hopp. 7, 6, 5, hopp. Ja, ich weiß, ich kann mich nicht bewegen, solange ich, naja, hier bin. Solange ich nicht auf dem Feld bin, kann ich da nichts machen, wirklich. Au. Au. Das ist halt wieder das, wenn man mit der Sekundärwaffe spawnt und nicht mit der Primärwaffe, was auch total bescheuert eigentlich ist. Weil die Waffe, die man meistens einsetzen will, ist doch die andere, oder? So. Okay, go. K. JK, bitte dahin. Au, die haben ihren Bulldozer stehen lassen. Wie unfreundlich von den beiden, von denen. Au, hier sind so viele Gegner. Ich glaube, hier ist. Ich habe die Säge dabei, die nützt mir doch nichts. Au. Ja, wir werden schauen, was passiert. Wie immer dieser Spaß. 87 Millionen Gegner. Ich weiß, dass Bayer jede Minute wieder da ist. Ich bin auch sehr begeistert, dass Bayer jede Minute wieder da ist. Schließlich muss ich ja auch oben wieder aufs Dach, wenn Bayer wieder da ist. Und dann muss ich jetzt wieder Sniper erledigen, wenn Bayer wieder da ist. Und wenn Bayer wieder da ist, dann kann ich die Sniper endlich richtig nutzen. Und dann wird das sich wieder Ewigkeiten über die Sniper aufregen. Secure the roof. Das ist ehrlich gesagt sogar möglich, dass sie nur ganz normal eine Säuberung vom Roof haben wollen. Bitte das da rein droppen und hoffen, dass das ein bisschen besser ist. So. Ich weiß nicht mehr. Irgendein Mod hat hier mal Probleme gemacht mit. Sehr gut. Jay. Chains und Giro. Ihr kommt mit, ihr bleibt da. Der Rest in Anführungszeichen kommt mit. Ja, der braucht nämlich gleich Unterstützung. Das könnte ich natürlich auch von unten bestellen, aber hier ist es wesentlich sicherer als auf dem dämlichen Dach. Ja. Das habe ich doch schon längst erledigt. Meine Güte. Ich glaube, da habe ich tatsächlich meine Stage übersprungen. Ich glaube, dass ich außerdem das hier mal nachladen sollte. Das werden wir, glaube ich, unten nachher eventuell brauchen. Aber das werden wir sehen. Der Fenty Helikopter. Naja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich muss wieder aufs Dach hoch. Ich glaube, ansonsten triggert das nicht, wenn ich nicht auf dem Dach bin. Das Coole ist, theoretisch kann ich das hier sagen und dann Sangres, du gehst auch noch nach oben. Gut, dann schauen wir mal, was passiert. Gut. Dann werden wir gleich sehen, wie schnell ich nach unten komme. Das wird spannend. Friendly Helikopter, gut. Escape is available. Dann geht man nämlich hier möglichst schnell runter. Für das Achievement. Jump da runter. Idealerweise kann man da direkt drauf springen. Der Nachteil ist, das haut nicht hin bei mir, weil schließlich die Gegner problematisch sind. Wie heißt, weil ich leider zu Boden geschossen worden bin. 30 Sekunden hat man Zeit. Dann kann man rein theoretisch. Oh, das braucht auch keine Säge. Gut. Au. Au, au, au. Au, au. Genau. Das ist normalerweise die Zeit, die man braucht. Also so 30 Sekunden, das ist sehr wenig. Eine der nervigeren Missionen auch.
Zumindest auf der Schwierigkeit für den Niedrigeren geht es ein bisschen besser. Ich habe nur eine Handvoll Missionen, die ich wirklich super gern spiele. Aber es ist mal interessant, die im Folge der Kampagne mal alle wieder zu spielen. Ja. Ja, theoretisch würde ich die auch öfters mal so machen, aber es sind halt so Sachen, wo manche spielen mal selten. Gut, Long Barrel, danke. Ich bin begeistert. Das ist bestimmt eine sehr großartige Sache, die ich ganz bestimmt irgendwann einsetzen werde. Ich weiß nicht. Schauen wir doch mal, was die nächste Mission sein wird. Das ist auch eine interessante Mission. Auch eine, die ich relativ selten mache. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Ja, und bye bye.